Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Lines 19 aus Stappenbach in Oberfranken. Etwas später als gewohnt, liegt daran, dass wir noch, dass ich gestreamt habe heute, spontan, und der Stream länger gegangen ist, als ich gedacht habe, und deswegen die Folge ein bisschen später aufnehmen muss. Aber ist gar kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen Gülle zu fahren, beziehungsweise theoretisch Gülle und Kalk. Ich fange jetzt erstmal mit der Gülle an. Da fahren wir auch zum Nachbarn und holen aus seiner Güllegrube da noch, beziehungsweise aus seinem Güllerohr. Ja, wir müssen da jetzt heute zu einem anderen Nachbarn hinfahren. Wir können ja nicht ständig zum selben Nachbarn. Irgendwann hat er ja auch nichts mehr. Beziehungsweise haben wir ihn beim letzten Mal da schon sehr leer gezogen. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal zum anderen Nachbarn. Und nehmen die Gülle. Ich nehme jetzt hier mal den 615er LSA. Bin mal gespannt. Der muss auch mal in die Gülle, ne? Wir haben ja noch die zwei Wiesen. Wir haben einmal die Wiese vom Treffen. Da müssen wir noch hin. Und wir haben die Wiese hier vorne. Wobei die hier vorne wollen wir ja umflügen. Also, ich werde Gülle rauffahren. Ja. Also, ich finde, wir können ruhig beide machen. Aber die hier werden wir dann auf jeden Fall fügen. Beziehungsweise erstmal mit der Scheibenegge rüber. Und dann mit dem Flug. Also sprich erst einmal ummodeln. Und dann mit dem Flug rauf. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen. Sonst machen wir das Ganze. Ah nee, war das. Wie war das nochmal? Morgen müsste das im Boden. Ne, das Pferdegras, dass wir da noch Pferdeheu von kriegen, ne? Ja, mal gucken. Also jetzt fahren wir erstmal auf jeden Fall auf die Veranstaltungswiese. So, da vorne ist der Güllebereich. So. Können wir auf jeden Fall hier ein bisschen Gülle nehmen. Zack. Wie gesagt, erstmal jetzt auf die hier vorne. Ah, der war knapp. Gut, okay, die Ausfahrt ist gut. Sollte mit einem größeren Güllefass nicht unbedingt sein. Wobei ich mir schon überlegt habe, ob wir den Streumix austauschen. Na, also sprich, zum Jahresende hin verkaufen. Und ihn über Winter durch ein modernes Güllefass mit Schleppschläuchen, Grubber, beziehungsweise ja gut, Grubber jetzt nicht, aber Schleppschläuche und vielleicht noch einem Injektor, wenn ich einen Injektor finde, der funktioniert, wenn wir das dadurch ersetzen. Da bin ich noch nicht 100% durch mit dem Thema. Also kann durchaus sein, dass ich da noch das ein oder andere Überlegung reinsetze. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel wir jetzt an der Ernte rauskriegen, ne? Also wenn ich jetzt beigehe und sag, wir machen das jetzt und dann kommt doch nicht genug raus, wäre das ein bisschen blöde. So, hat er eigentlich, haben wir, nö, Allrad haben wir aus. Ja, sieht sehr gut aus. Da haben wir die Wiese nämlich auch, wobei wir hier, die ist komplett brach, also die gehört ja auch jemand bei uns raus. Und er hat aber, als wir jetzt die ganzen Wiesen und Felder und was wir nicht alles vermessen haben, wollte er jetzt hier keine Messung drauf machen lassen, weil er die Wiese brach liegen lassen wollte. Wir haben sie ja jetzt gemulcht und gewalzt wegen der Veranstaltung, aber sonst wäre die Wiese quasi leer geblieben. Und ich bin jetzt hier eigentlich nur dabei, die zu bearbeiten, weil hier schon was drauf war und weil jetzt alles eingefahren ist. Und da sagte er, komm, kannst du das für mich noch machen? Sonst würde ich jetzt gar nicht mehr hier auf die Wiese drauf gehen. Weil mir eigentlich das Thema doch ein bisschen durch war eigentlich mit der Wiesenbearbeitung. Ne? Also so der Rest und sowas muss ja alles noch. Und klar müssen wir die Wiesen mehr als einmal mit der Kuh bearbeiten, das ist logisch. Aber ich habe eigentlich gedacht, für den Tag heute bin ich durch. Ja gut, okay. Wer einen besseren belehrt, müssen wir gucken, dass wir hier die Wiese machen.
Und die andere Wiese mache ich dann auch gleich mit in dem Atemzug. Bei der anderen Wiese war ja das Problem mit der Ausbildung, die jetzt verschoben wurde. Gut, nützt nichts. Ich weiß schon, dass die Corona-Maßnahmen davor gehen, definitiv. Aber was willst du machen, ne? Ich meine, schade ist es, ne, weil die Planung stand. Die Betten sind bereit. Ich meine, bereitgestellt bedeutet ja jetzt nicht, dass das jetzt auf einen Schlag alles wegfällt. Aber ich sag mal so, es ist ärgerlich. Es ist ein bisschen ärgerlich, aber das wird sich auch wieder klären. Ne, also wie gesagt, sobald die ihr Konzept haben, haben sie auch schon gesagt, sobald die das Konzept haben, werden die dann wieder sich melden und dann machen wir einen neuen Termin aus. Der Schlepper könnte für mich ein Ticken lauter sein, ne? Der LSA ist ein bisschen leise, finde ich. Also dafür, dass es ein Favorit ist und die eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen lauter sein müssen, oder? Oder ich täusche mich gerade, kann natürlich auch sein. Ah, das ist ein schönes Gespann. Bei dem Streumix passt der LSA auch gut davor. Bei dem größeren wird das dann schon wieder ein bisschen kritisch. Ah, ein größerer denke ich jetzt halt auch an den John Deere, dass der mit dem größeren Fass fahren kann. Ich meine, klar, wenn ich mir unseren Lohner angucke, ich könnte auch den Lohner kommen lassen. Der hat einen Xerion aufgesattelt, also einen Satteltruck mit Schleppschläuchen und allem möglichen Gedöns dran. Den könnte ich natürlich auch kommen lassen, gar keine Frage. Aber das sind natürlich wieder Kosten, die ich mir mit einem eigenen Güllefass durchaus ersparen kann. Und mein Streumix ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Güllefass. Also, um Gottes Willen, ne? Ich will ja jetzt hier nicht sagen, dass er schlecht ist. Aber ich denke mir halt eher, wir könnten vielleicht ein bisschen mit der Zeit gehen. Die bodennahe Ausbringung ist auch für die Gemeinde vielleicht ganz gut und ja, die Nachbarn fühlen sich vielleicht auch nicht unbedingt die ganze Zeit so angestunken, wenn du jetzt mit Schläuchen beigehst und dir das Ganze bodennah ausbringst, als wenn du es hier in die Luft pustest, was das Fass ja hier mit Vorliebe macht. Na, mal gucken. Ist auch so eine Überlegung, die ist noch nicht spruchreif. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie die Ernte ausfällt, ne? So. Jetzt haben wir gleich den. Schaffen wir das noch? Ja. Ah, dann könnten wir eigentlich. Könnten wir eigentlich, bevor wir kalken, weil kalken macht auf der anderen Wiese absolut keinen Sinn. Wenn ich da jetzt kalke und ich will die eigentlich noch ummuddeln, macht das keinen Sinn, wenn wir da jetzt kalken. Aber ich könnte gleich über die andere Wiese nochmal kurz mit der Scheibenegge rüber. Nachdem ich Gülle ausgebracht habe. Und fahr schon mal mit der Scheibenegge drüber. Mach die schon mal platt. Also mach schon mal die ganzen. Das ganze Gras schneidet er schon mal klein und geht dann morgen mit dem Flug bei und pflügt das alles um, bevor ich mit der Saatmaschine rauffahre. Weil ich will das normale Gras untergearbeitet haben, bevor das bevor das Pferdegras drauf kommt, weil ansonsten sieht das Ganze ein bisschen dämlich aus. Ja, ich habe keine Lust, dass da ständig das normale Gras zwischenwächst. So. Nanu,
Komm. Hopp. Ich habe auch vorhin Tom Bescheid gesagt, er soll sich mal um die Viecher kümmern. Er hat was gesagt. Um das Milchvieh. Das muss nämlich gefüttert werden. Da wir ja jetzt so gut wie am nächsten Tag sind. Nee, nicht ausweichen. Kelle, lass das. Warte mal. Stopp. Lass ihn mal kurz durch. Dankeschön. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, weil wir müssen ja jetzt demnächst, ist auch die Nachtruhe und dann sind wir schon im Sommer. Und da muss er auf jeden Fall die Tiere jetzt noch füttern, sodass wir dann nachher schlafen gehen können. Und da ist er eigentlich unterwegs, also ich hoffe mal, er macht das. Es sind eigentlich auch nur die Kühe, weil die halt frisch rausgekommen sind, um die wir uns kümmern müssen. Das Ganze in Bezug auf die Schweine und sowas, die haben eigentlich... Ich meine, die Schweine, gut, da kann er auch noch ein bisschen was reinschmeißen. Aber den Kühen muss er halt auch noch die Luzernsilage vom anderen Ende von Stappenbach holen. Das wird sich ja zum Glück alles ab dem nächsten Luzernschnitt auch ändern. Ne, weil wenn wir da jetzt Luzernsilage machen, dann wird das Ganze ja hier direkt am Hof stattfinden. Im Silo. Und dann haben wir da natürlich deutlich bessere Wege. Ja, also gerade, wir haben hier, das längste wäre dann die andere Wiese, die hintere Koppel. Aber ansonsten haben wir alles ja hier direkt am Hof. Und das ist natürlich eine deutlich angenehmere Fahrweise, wenn wir jetzt fahren müssen. Als wenn wir jetzt einmal quer durch den Ort und dann wieder zurück und dann wieder hin und dann wieder zurück und dann wieder hin. Vor allem, wir müssen jedes Mal entweder ein Frontlader, ich weiß gar nicht an welchem, doch, den kleinen Eicher. Entweder wir nehmen den kleinen Eicher mit Schaufel, fahren mit dem Anhänger hin, kippen rein, fahren mit dem Anhänger wieder zurück, fahren wieder hin, laden wieder ein, etc. Oder einer fährt mit dem Anhänger, der andere fährt mit dem Telelader, mit dem Paus. Das ist einfach, das ist nicht gut. Das ist nicht so, ist nicht so schön. Und da haben wir schon gesagt, dass das ist gut, wenn das dann hier am Hof ist. Ja, dann haben wir haben hier hinten die Silos. Da haben wir dann Grassilage, Maissilage, Luzernsilage. Klee machen wir nicht als Silage, machen wir Heu von. Aber dann hätten wir das alles da. Und müssten nicht ständig quer durch den Ort. Ist ja auch eine Fahrerei, ne? Ich meine, wirtschaftlich gesehen, hier, ne? Ist das ja, die Kosten-Nutzen ist da ja viel zu hoch. Also wenn du ständig durchfährst, so viel Milch kannst du gar nicht produzieren. Aber apropos Milch, da müssen wir uns auch noch drum kümmern, dass die verkauft wird. Müssen wir noch die Milch wegbringen, dass die zum Dingens kommt. Und da gab es gerade letztens, ich weiß gar nicht, wer das war. Was machst du da? Okay. Ich glaube, das war Arno. Arno sagte das. Da muss man sich mal überlegen. Ich weiß gar nicht, wie er drauf kam, aber Arno war bei uns in der Gemeinschaft, ist er quasi der Milchflüsterer. Der hat immer, oder der hatte 5-6 Kühe. Ganz kleiner Stall. Der hat die Milch auch nur für seinen Privatverkauf gehabt. Das hat ihm ausgereicht. Ne? Die Kühe waren jetzt auch nicht die leistungsstärksten, was die Milchproduktion angeht, aber wollte er auch nicht. Er hat die für sich gehabt und für seine Nachbarn und sowas alles, die haben bei ihm die Milch geholt. Und Milchflüsterer war er in dem Sinne, weil er trotz, dass er gar nichts gemacht hat, hat er einen ziemlich hohen Milchertrag immer gehabt. Also er wollte das gar nicht, weil, wie gesagt, er wollte es halt nur für sich, für sein Umfeld. Und trotzdem hat er es immer hingekriegt, irgendwie, dass seine Milchkühe am meisten Milch gegeben haben in der Gegend. Auch wenn er gar nichts dafür getan hat. Und deswegen ist er so ein bisschen unser Milchflüsterer gewesen. Und der hat doch jetzt tatsächlich am Stammtisch kam der auf die Idee, wie wäre es mit einer eigenen Molkerei? Und ich muss sagen, die Idee von einer eigenen Molkerei, wir haben erst ein bisschen gelacht, ne, und haben gesagt, Arno, was hast du denn da jetzt wieder für eine fixe Idee? Ich meine, er kommt öfter mal auf solche Chosen, ne?
Und dann hat er aber gesagt, nee Leute, hört doch mal zu. Und hat uns das Ganze mal erklärt. Wenn wir jetzt selber eine Molkerei machen würden, also quasi eine Hubmolkerei, wir würden uns jetzt, ich sag mal, weil ich hatte ihm erzählt von der Rinderstall und von dem etwaigen Schafstall vielleicht noch da hinten. Und da kam er dann drauf, wenn du da eh schon umbaust, wieso baust du da nicht noch, oder wieso bauen wir da nicht noch eine Molkerei hin? Eine kleine Privatmolkerei? Und machen quasi unsere Milch, ne, wir produzieren ja durch die Kühe unsere Milch selber, vermarkten die selbst, füllen die Flaschen ab, verkaufen die einmal bei uns am Hofladen, verkaufen die örtlich in den Supermärkten, etc. etc. Warum machen wir unsere Milch nicht selbst? Und, komm, ich schub's dich mal. Und die Idee wurde zuerst, wie gesagt, wurde die Idee von allen so ein bisschen belächelt. Aber als er dann anfing und gesagt hat, dann vermarkten wir die doch selbst und wir produzieren ja in Bio-Qualität. Na, es ist ja nicht so, dass wir unsere Milch jetzt auf bestialische Art und Weise mit höchstem Ertrag produzieren, sondern wir produzieren unsere Milch so, wie es uns recht ist. Ne? Also wir bauen unsere Sachen selber an, wir bauen unseren Weizen selber an, also unser Stroh. Wir bauen unsere Silage selber an. Wir kümmern uns um die Pflege der Silage-Äcker, also sprich, wenn wir da noch ein bisschen darauf achten, dass wir noch minimalen Mineraldünger. Klingt irgendwie falsch. Aber wenn wir da noch darauf achten, dass wir relativ wenig Mineraldünger einsetzen und viel, viel mehr mit Gülle und Mist arbeiten, dann haben wir da eigentlich eine Grundlage, die in Bio-Qualität produziert werden kann, direkt vom Erzeuger, regional. Gut, okay, der Milchpreis wäre ein bisschen höher, also wir müssten ein bisschen mehr Geld natürlich verlangen als jetzt der Discounter, das ist klar. Aber wir haben auch den Vorteil, wir haben hier in der Nähe auch keinen Discounter. Wir haben hier einen guten... Hallo? Wo hängst du denn da? Okay. Wir haben hier einen guten Edeka in der Nähe, wo wir auch unsere Regionalprodukte anbieten können, wo einige von uns das auch machen. Die bieten ihr Brot selber an, ne? Die haben so, oder ihr Getreide, also ihr Mehl. Und ja, da gibt es in dem Laden so eine kleine Ecke, wo das quasi die regionalen Produkte sind. Und da wäre natürlich für uns ein leichtes, da auch noch mit der Milch hinzugehen und die da zu vermarkten, ne? Also von daher, Abnehmer wäre da. Ich meine, wir müssen natürlich fragen, ob die Milch von uns annehmen. Natürlich vorher, das müssen wir alles klären. Aber ich finde, also im Nachgang fand die Idee die Leute dann doch helle Anklang. Na, weil das halt eine gute Vermarktung für uns selbst ist, ne? Also bin mal gespannt. Bin gespannt, was da rauskommt. Arno möchte sich jetzt mal erkundigen beim Edeka, wie das aussieht. Und dann wird er das, denke ich, mal in die Wege leiten. Na, mal gucken. Bin gespannt. Gut, liebe Lüt, ich würde aber sagen, das soll es für euch für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Nacht, schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal.